So, heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Markus Hofmann eingeladen. Er zählt zu den bemerkenswertesten Gedächtnisexperten Europas. Er ist Träger des Deutschen Weiterbildungspreises, Bestsellerautor, Keynote-Speaker, Lerncoach-Ausbilder und natürlich Gedächtnistrainer. Und er hat bereits über 350.000 Menschen in seinen Vorträgen, Seminaren und Workshops zu einem besseren Gedächtnis verholfen. Und Gedächtnis hat ja ganz eng mit Lernen zu tun und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Und Markus, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst und uns heute zu diesem Thema Gedächtnis und Lernen mal mitnimmst. Hallo, liebe Susanne, ich freue mich, dass ich hier mit dabei sein darf. Super. Meine Eingangsfrage ist doch immer, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du eigentlich so ganz genau? Also letztendlich bin ich zu diesem ganzen Thema gekommen wie die Jungfrau zum Kind und mittlerweile zeige ich Menschen, wie sie sich einfach alles merken können und dabei noch Spaß haben. Das ist letztendlich der Kern, dass du wieder Spaß am Lernen hast, dass du weißt, ich kann es, ich kann mir eine Fülle von Informationen merken, wo ich am Anfang noch gar nicht geglaubt habe, dass es überhaupt möglich ist. Und wenn ich das als Mama oder als Papa verstehe, wie Lernen richtig funktioniert, dann kannst du dies deinen Kindern mit an die Hand geben. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, das wird einen Quantensprung in der Schulzeit für dein Kind bedeuten. Weil es auf einmal leichter durch die Schule geht, weil es auf einmal entspannter durch die Schule geht, weil es bessere Noten schreibt bei der Hälfte der Lernzeit und auf einmal die Hausaufgaben von sich aus erledigt. Ja, und Ja. wenn du sagst, okay, ich möchte diese Techniken haben, ich brauche die, weil letztendlich, Susanne, ganz ehrlich, das haben wir in unserer Schulzeit ja eigentlich nicht gelernt, oder? Genau. Wir hatten Frontalunterricht oft. Und die Lehrer hatten sich selten die Mühe gemacht, wie sie Wissen gehirngerecht aufbearbeiten können. Ja? Und das ist der Schlüssel beim Lernen. Wenn ich es schaffe, Wissen gehirngerecht, interessant, witzig, spaßig aufzubereiten, dann ist es auf einmal kein Lernen mehr, sondern dann ist es auf einmal ein Spiel. Und wenn ich auf einmal spiele, dann möchte ich mehr davon haben, weil es interessant ist, weil ich auf einmal in die Selbstwirksamkeit komme. Und vielleicht können wir nachher die ein oder andere Technik nochmal machen, damit deine Zuhörer und Zuschauer hier am eigenen Leib spüren, dass sie bereits ein gutes Gedächtnis haben und nur die richtige Technik brauchen, um auf dieses unglaubliche Potenzial zuzugreifen. Und bei Ich mir war bin das halt tatsächlich so, ja. ich war ein unterdurchschnittlicher Abiturient. Ich kannte diese Technik nicht. Ich hatte einen Schnitt von 3,2 im Abitur und habe dann diese Techniken erst im Studium angewandt und kennengelernt. Und konnte auf einmal meinen Notendurchschnitt von 3,2 im Abitur auf 1,3 im Studium steigern. Das Und ist das war dann der große super Gamechanger bei spannend. mir. Ja. Also auf einmal habe ich bemerkt, ich kann es. Ich bin auf einmal in der Lage, mir extrem viel Wissen in kürzester Zeit und nachhaltig abzuspeichern. Und auf einmal hab ich die Hälfte, ich habe nicht mehr 3, 4 Stunden am Abend gelernt nach der Schule, nach dem Studium, also nach der Uni, sondern bloß mehr 1 bis 2 Stunden und hatte trotzdem alles im Kopf und konnte das in den Prüfungen, in den Klausuren konkret wiedergeben. Ja, und dann sind meine Kommilitonen zu mir gekommen, haben mich gefragt, ich hatte Spaß, das anderen zu erzählen und dann ist tatsächlich eins zum anderen gekommen. Dann ist Wetten, dass dazu gekommen, Schlag den Raab, meine 7 Bücher, der Deutsche Weiterbildungspreis, Lanxess Arena mit 15.000 Leuten. Also es hat sich dann auf einmal über die Jahre hat sich das dann so entwickelt und ich bin immer tiefer in diesen Kaninchenbau reingefallen, ja, und habe gesehen, wie unfassbar cool das ist, wenn man sein Gehirn richtig nutzt, schnell nutzt, einfach nutzt, nachhaltig nutzt. Und vor allen Dingen, wie ich das Eltern und Mütter zeigen kann, vor allem Müttern zeigen kann, wie sie mit ihren Kindern arbeiten. Und so bin ich zu diesem Thema gekommen. Bisschen Ja, ausführlich Wahnsinn. erzählt. Kannst du mal so diesen Step zurückgehen und mal sagen, du hast gerade gesagt, im Abitur, also ich glaube, das geht allen Kindern so, meine Tochter macht auch gerade Abitur, ne? Die habe ich schon mal so ein bisschen so zu dem Thema rangeführt, aber das war für sie irgendwie gar nicht interessant, weil sie es gar nicht auf dem Schirm hat, was damit irgendwie möglich ist. Warum wird denn das Thema deiner Erfahrung nach in der Schule so derartig außen vor gelassen und wie bist du dann im Studium überhaupt auf die Idee gekommen, dich damit zu beschäftigen?
Ja, das Problem liegt einfach in der Ausbildung der Lehrkräfte. Also wenn du mit Lehrern sprichst, ist es halt so, dass die in ihrem Studium, also wenn ein Mathematiklehrer ausgebildet wird, die machen nichts anderes als ein Mathematikdiplom. Also wie die ganzen Leute, die Mathematik studieren. Aber da wird halt nicht drüber geguckt, wie du Didaktik, wie du Pädagogik, wie du Wissen aufbereitest, wie du mit Kindern umgehst. Also die kommen aus der Schule raus und haben auf einmal 25 Kinder im pubertierenden Alter vor sich. Und die darauf vorzubereiten, das ist die Kunst. Wie gehe ich mit denen um? Wie spreche ich mit denen? Welche Wörter nutze ich denn einfach? Habe ich NLP-Techniken an der Hand, dass ich ein Chaining mache? Wenn ich zu den Kindern reingehe und als neuer Referendar super motiviert bin und zu den Kindern sage, yeah, super, wir lernen jetzt und es wird total spaßig, Mathematik, dann sitzen die Kinder erstmal da und sagen, dann hast du noch. Eigentlich. Hast du noch alle Latten am Zaun, Alter? Ich möchte lieber mit meinen Kumpels Fußball spielen und ich interessiere mich gerade für Mädchen, aber nicht für Mathematik. Weißt du? Und wenn du dann einen zu großen Schritt machst, wenn du sagst, Mensch, Mathe ist super, sondern du musst die Kinder erstmal da abholen, wo sie sind und diese Fähigkeit, Kinder, Schüler dort abzuholen, wo sie sind, das muss erstmal gelernt werden. Da darf ich erstmal als Referendar, Referendarin einen Blickwinkel darauf bekommen. Weißt du? Und das wird leider Gottes nur als Wahlfach mittlerweile. Das kannst du zusätzlich mit nehmen. Und letztendlich die Lehrer, die lernen das erstmal in den 2 Jahren, wenn sie dann im Referendariat sind, in der Schule. Ja? Also es müsste viel früher, müsste da diese Fähigkeit vermittelt werden, wie du Wissen transportierst. Und weißt du noch, wie du dann da drauf gekommen bist im Studium, dass es sowas überhaupt gibt? Weil ich stelle mir vor, dass die meisten Kinder, Abiturienten, Schüler irgendwie das nicht mal wissen, dass es solche Techniken gibt. Genau, die gibt es nicht. Also der Punkt ist, dass ich diese Techniken auch erst kennengelernt habe, wie ich mich selber mit Persönlichkeitsentwicklung und Weiterentwicklung beschäftigt habe. Also ich kann mich noch genau erinnern, ich war beim großen Erfolgsforum am 3. Oktober 1999 in der Lanxess Arena selber als Gast gesessen, im zweiten Oberrang. Und das war Birkenbiel Media, die Nachfolgerin von Birkenbiel Media, da waren die 6, 7 wirklich großartigsten Referenten waren da mit dabei. Unter anderem Jörg Löhr, Bodo Schäfer, Vera F. Birkenbiel, Ulrich Strunz, Gregor Staub und so weiter. Und bei Gregor habe ich das zum ersten Mal gehört, diese Techniken. Und war total begeistert von seinem Vortrag. Alle sind da drin gesessen und gesagt, wow, das funktioniert tatsächlich. Und dann habe ich diese Techniken kennengelernt, habe die angewandt in meinem Studium. Und auf einmal hatte ich einen richtig, richtig großen Erfolg damit erzielt. Und dann habe ich mit Gregor über 12 Jahre zusammengearbeitet. Dann, das war dann das Ende vom Lied, dass er mir diese Techniken gezeigt hat. Und ich habe meinen Vortrag so gestaltet, wie ich gedacht habe, das passt. Mega. Dann steigen wir mal ein bisschen so ein in dieses Thema. Jetzt hast du ja schon so wahnsinnig viel versprochen, wie leicht das dann alles werden kann. Was ist denn Lernen überhaupt und was passiert da in der Zeit im Gehirn sozusagen? Ja, also wir haben ein gutes Gedächtnis oder wir brauchen ein Gedächtnis, um uns letztendlich alle Erfahrungen, die wir über die Jahre gesammelt haben, da auch abspeichern können und daraus zu lernen und zu wachsen. Dass wir Fehler nicht mehr machen, ja, weil wenn du kein Gedächtnis hast, machst du immer wieder den gleichen Fehler. Ja? Ein Gedächtnis ist dafür da, dass wir unser Leben komplett vereinfachen. Wir brauchen das Gedächtnis, dass wir Abläufe im Kopf uns abspeichern können. Also das Gedächtnis ist die Grundlage von all unserem, von unserem Leben. Also das Gedächtnis ist elementar, egal was wir machen möchten. Ob wir beruflich erfolgreich sein möchten, ob wir überleben möchten, ob wir uns fortpflanzen möchten, also dafür brauchen wir ein gutes Gedächtnis. Ja. Und kann man das irgendwie näher beschreiben, wo das im Gehirn sitzt und wie das funktioniert? Na gut, wir haben natürlich diese Großhirnrinde hier vorne, da ist unser Langzeitgedächtnis abgespeichert. Da sind Ribonukleinketten gebaut worden, die wir aus unserem Langzeitgedächtnis dann wieder in unser Gedächtnis rufen können. Also wenn wir sagen, oh, du, ich war als 10-Jähriger mit meinen Eltern in Rimini in Italien, dann ist hier oben irgendwo eine Verbindung gebaut worden.
Und die kann ich dann da abrufen. Und letztendlich ist unser Gehirn ganzheitlich, also wir haben das, diese, man sagt ja, dieses Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, Ultrakurzzeitgedächtnis. Und da arbeiten alle Gedächtnisregionen zusammen. Und das Ultrakurzzeitgedächtnis ist weniger Art ein Gedächtnis, es ist mehr eine Art Filter. Da filtern wir heraus, was in dem Moment gerade wichtig für uns ist. Ah, Also okay. wenn wir zum Beispiel jemanden kennenlernen und der sagt uns seinen Namen, dann ist dieser Name circa 20, 30 Sekunden im Ultrakurzzeitgedächtnis vorhanden und verschwindet dann auch wieder, wenn ich keine Technik, keine Technik anwende auf der einen Seite oder wenn es nicht überlebensnotwendig ist, weißt du? Also dann ist die Information wieder weg. Deswegen filtern wir da heraus. Ja? Und jetzt ist es beim Gedächtnistraining, zum Beispiel, wenn ich Mathematik oder Geschichte oder Latein lerne oder sonst irgendetwas, muss ich diese Informationen so merkwürdig machen, also würdig zu merken, dass sie auch im Okay. Gedächtnis abgespeichert bleiben. Okay. Das heißt, beim Lernen geht es in der Regel darum, irgendwie Informationen in ein Gedächtnis so zu bringen, dass es auch Langzeit da drin enthalten Genau. bleibt, oder ist Lernen auch noch mehr? Ja, also ich versuche natürlich Lernen immer so zu gestalten, dass ich gar nicht merke, dass ich lerne, sondern wie gesagt, dass es ein Spiel ist, dass ich Spaß dabei habe, weil dann bin ich auf einmal selbst motiviert. Also, weißt du, wenn du zum Beispiel ein Hobby hast, was hast du für ein Hobby, Susanne? Tanzen zum Beispiel. Tanzen. Welchen Tanz genau? Zum Beispiel Modern Dance. Modern Dance, genau. Also wenn du irgendetwas zum Thema Modern Dance hörst, dann brauchst du keine große Gedächtnistechnik, weil du so motiviert bist, diese neue Information abzuspeichern, weißt du? Das ist, die Motivation ist schon ursprünglich da. Also du möchtest diese Information abspeichern. Das ist wie so ein Schwamm, den du hast, weißt du? Jetzt, wenn ich dir Okay. zum Thema Quantenphysik irgendwas erzähle, dann wirst du sagen, oh, interessiert mich gar nicht. Dann brauchst du eine Technik, damit du, wenn du es für eine Prüfung brauchst oder sonst irgendwas oder für die Arbeit oder dann brauchst du eine Technik, damit du das abspeicherst, weißt du? Okay. Bei mir ist es so, wenn ich zum Ja. Beispiel zum Thema Gyrokopter oder Segeln irgendetwas habe, weißt du, dann bleibt es bei mir einfach hängen, weil das meine Hobbys sind, weißt du? Okay. Das heißt also, Punkt 1 ist, alles, was wir lernen, irgendwie verknüpfen mit dem, was uns sowieso interessiert. Ist das schon mal so eine Ja, Aussage? also in Bilder verwandeln, auf jeden Fall in Bilder und Emotionen verwandeln. Und wenn du etwas in eine Emotion verwandelst, dann ist es wesentlich leichter, sich das zu merken. Okay. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Ich würde gerne erstmal die Mütter vor allen Dingen, die jetzt hier zuhören, so mal da abholen, wo sie normalerweise sind. Wie nimmst du das wahr, wie so dieses Thema Lernen normalerweise zwischen Eltern, sagen wir mal, und Kindern zu Hause stattfindet? Und was ist da so der größte Fehler dabei? Ja, oft ist es ja so, die Eltern versuchen, ihren Blickwinkel oder ihre Einstellung auf die Kinder zu übertragen. Weißt du? Also ich habe ja in der Corona-Zeit diese Lerncoach-Ausbildung auf die Beine gestellt. Und da hatte ich ja Zeit, ich hatte ja ein Berufsverbot von 2 Jahren und dann dachte ich mir, okay, ich möchte von unten beginnen, eine Bewegung in Gang zu setzen, dass wir gemeinsam eine Delle ins Bildungsuniversum schlagen. Weil früher hatte ich begonnen, von oben nach unten das zu diktieren. Ich dachte, ich gehe in die Kultusministerien, spreche mit den Ministerialräten und den Lehrerverbänden. Und ich dachte mir, boah, wir verändern das Schulsystem und wir machen da tolle, geile Geschichten draus. Und die waren auch total begeistert, mit denen ich alle gesprochen habe. Aber letztendlich ist nie was in die Umsetzung gekommen. Das Ja. war, dieser Tanker Bildung ist so schwerfällig in Deutschland, dass ich gesagt habe, nach 18 Jahren, okay, oder nach 19 Jahren, das war es eigentlich. Und dann habe ich gedacht, ich muss von unten beginnen. Ich muss letztendlich Guerillataktiken anwenden. Ich muss praktisch die Eltern motivieren, dass die ihren Kindern zeigen, wie Lernen richtig funktioniert, dass wir im Kleinen Veränderungen herbringen und das dann nach oben durchschießen. Ja? Und das war dann der Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte Menschen, ich möchte Familie, ich möchte Mamas, Papas finden, die die gleiche Einstellung haben wie ich, die sagen, Mensch, Bildung ist die Basis der Demokratie. Ohne Bildung ist Deutschland wie Saudi-Arabien ohne Erdöl. Also wir brauchen gute Bildung, wir brauchen gute Kinder, die da in diese Richtung mitgehen. Und da habe ich gedacht, ich möchte mein Wissen, alles, was ich kann, die Didaktik, die ganze Pädagogik, die dahinter steht, das Wissen zu den Lerntechniken, zum Thema Motivation, Lerncoaching, das möchte ich alles an Eltern und Mamas und Papas weitergeben, die sagen, ja, ich möchte mein Kind komplett darauf fokussieren, dass die Spaß beim Lernen haben, dass die, wenn Kinder aus der Schule rauskommen,
ja, also nach diesen 10, 11, 12, 13 Jahren, dass die immer noch Bock haben, was Neues zu lernen. Dass die Lernen mit etwas Positivem verbinden. Und um das geht es doch letztendlich, oder? Natürlich, auf jeden Fall. Genau, es geht darum, dass Kinder Spaß dabei haben und vor allen Dingen in dieser Lerncoach-Ausbildung in der ersten Woche geht es vor allem erstmal darum, dass die Eltern verstehen, wie das Kind tickt. Okay, und Das zwar? Ist, genau, weil das Kind, also wenn ein Kind zu mir sagt, Mama, ich habe keinen Bock, Geschichte zu lernen, was kommt dann meistens von den Eltern immer? Ja, muss aber und. Genau, jetzt setz dich hin, jetzt hab dich doch nicht so, das muss aber da rein und so weiter. Also erstmal ist kein Verständnis von den Eltern da. Und mal ganz ehrlich, wenn ich zu dir jetzt sagen würde, Susanne, du, Susanne, jetzt lern einfach mal diese 5 Seiten Geschichte. Das lernst du jetzt einfach. Was würdest denn du zu mir sagen? Warum sollte ich das tun? Genau! Du würdest genauso das Gleiche sagen. Du sagst, warum soll ich das lernen? Ich habe überhaupt keinen Need dazu. Ich habe keinen Bedarf dazu. Und wenn ich das mit den Kindern erstmal mache, oder mit den Eltern, dass ich die in das Verständnis bringe, dass ein Kind erstmal überhaupt keinen Sinn darin sieht, Erdkunde, Geschichte, Mathematik oder Musik oder sonst irgendwas zu lernen, dann begebe ich mich auf die gleiche Ebene des Kindes. Und zwar, ich bin nicht hierarchisch mehr. Ich gucke nicht von oben nach unten und sage, du musst es machen, sondern ich nehme erstmal, weißt du, weil wir haben, die Kinder haben 2 extreme große Bedürfnisse. Und wenn wir diese Bedürfnisse erfüllen von den Kindern, dann haben wir eigentlich das meiste schon gewonnen. Das erste Bedürfnis ist Autonomie. Und das zweite ist Zugehörigkeit. Schade. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, also Autonomie und Zugehörigkeit. Das sind zwei Sachen, die im Widerspruch sind, aber trotzdem braucht das Kind beides. Okay. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Also mein Sohn, der war, ich glaube, der war 4, 5 Jahre alt, im Kindergarten noch, und es war Dezember. Es war kalt draußen. Und mein Sohn hatte den Flitz im Kopf, er möchte jetzt das Spider-Man-Kostüm anziehen und er möchte mit dem Spider-Man-Kostüm in den Kindergarten gehen. So. Was habe ich zu ihm als Erster gesagt? Das ist zu kalt. Es ist zu kalt, Alexander, du kannst es nicht anziehen. Und Alexander, nein, das geht nicht. Weißt du? Also er will das und so weiter. So, wenn ich jetzt da noch mehr dagegen geballert hätte, dann wird es irgendwann vielleicht eskalieren, weil Alexander hat schon einen starken Willen auch und den möchte er auch durchsetzen. So. Das Kind hat auf der einen Seite das Ding, ich möchte individuell sein, ich möchte eine Autonomie haben, ich möchte selbst bestimmen. Und auf der anderen Seite möchte es angenommen werden. So, was du als Elternteil jetzt verstehen darfst, ist, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt ihm sage, Alexander, ich kann das total verstehen. Es ist ein mega geiles Kostüm. Das würde ich auch anziehen. Ich würde das auch anziehen. Weißt du, das ist echt eine coole Nummer. Plus, das ist extrem dünn. Deswegen, du wirst da wahrscheinlich sehr, sehr frieren. Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Möchtest du hier diesen roten Pullover oder diesen blauen Pullover anziehen? Was habe ich gemacht? Ich habe dem praktisch die Möglichkeit gegeben, also erstmal habe ich gesagt, pass auf, du bist okay, ich verstehe dich, ich nehme dich an, ich nehme dich in deinen Bedürfnissen, nehme ich dich an. Und egal, ob der jetzt 4, 5 ist oder ob der 15, 16 ist. Also ich darf das Kind, auch einen Jugendlichen, der in der Pubertät ist, den darf ich erstmal annehmen. So, auf der einen Seite nehme ich ihn an und auf der anderen Seite gebe ich ihm die Möglichkeit, autonomiemäßig zu handeln. Dass ich sage, du kannst entscheiden, du kannst selber entscheiden, ob du den blauen oder den roten Pullover haben möchtest. Und was hat Alexander gesagt? Superman-Kostüm? Spider-Man-Kostüm? Nein, er möchte den roten Pullover anziehen. Ah, okay. Also, und somit war das auf der einen Seite, ich habe ihn angenommen und habe ihm trotzdem die Freiheit gegeben. Oft ist es so, wenn Kinder sich verletzen, dass das Kind sagt, oder das Kind stolpert und schlägt sich das Knie auf. Weißt du? Da kommen viele Eltern, die sagen, ach komm. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter. Was mache ich damit? Ich nehme das Kind nicht in seiner Persönlichkeit an. Ich nehme den in seinem Schmerz nicht an. Ich bin überhaupt nicht achtsam als Elternteil. Sondern, dass ich, weißt du, ich sage, wenn das Kind weint, und ich darf dem einfach auch diese Liebe oder diese Aufmerksamkeit zuführen, dass ich sage, jetzt kommen natürlich viele, ja, aber wenn ich da zu viel drauf tue, dann kippt es wieder. Ja, das ist ein Learning, das ist ein Erfahrungsprozess über die Jahre, dass ich natürlich nicht, wenn das Kind dann sagt, ah ja, wenn ich mir jetzt bloß ein bisschen was anschaue und ein bisschen weine, dass dann Mama gleich wieder kommt und ein großes Drama draus macht. Also um das geht es nicht, sondern
wenn das Kind hinfällt, es hat sich verletzt, es blutet aus seinem Knie, dass ich ihm dann annehme und sage, ja, ich weiß, es tut weh und ich kann das nachvollziehen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir diesen Schmerz wieder wegbekommen. Pass auf, ich habe, wenn ich mit dem Alexander das mache, Alexander, ich habe da von meiner Oma, habe ich da einen Zaubertrick rausgefunden. Wenn ich da jetzt hinblase, dann kommt da irgendwie so ein Zaubermittel kommt damit raus und dann wirst du merken, je mehr ich blase, umso schneller wird es besser. Also das sind natürlich auch NLP-Techniken, du kennst das wahrscheinlich, ja. Das sind hypnotische Sprachmuster, je mehr, dann das und so weiter, ja. Also je mehr ich dahin puste, umso schneller wird es. Und beim Gehirn vom Alexander kommt an, aha, wenn die Mama da jetzt hinpustet oder der Papa, dann wird es ganz, ganz schnell besser. Also ich nehme ihn an. Ja. 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 Und das ist der erste dieses Punkt. Autonomiebedürfnis gleichzeitig auch mit auf den Weg. Genau, also das sind die zwei Grundbedürfnisse, die man sich anschauen darf. Und der andere Punkt ist, dass du gesagt hast, wie können denn, also ich darf nicht diese hierarchische Herangehensweise, weil oft ist es so, Mama und Papa haben einen eigenen Blick auf das Thema Lernen. Zum Beispiel, weil die Mama einfach super gut in Englisch war, erwartet sie von dem Kind, dass es auch mindestens eine Eins schreibt. Mindestens, genau. Weißt du, und diese Erwartungen, die sind meistens so, die Erwartungen sind von wem aus? Von der Mama, weißt du? Die sind von der Mama aus. Und die sagen, ich will, dass du eine bessere Note schreibst. Ja, aber dann ist es ja nur die Eigeninteresse der Mama oder des Papas, dass das Kind besser sein soll. Also, aber ja. Es sieht das Kind nicht letztendlich. Ja. Okay. Und hier geht es darum, welche Ziele machen wir gemeinsam? Welche kann ich die Stärken des Kindes herausnehmen? Also es sind so viele Facetten, die ich da mir anschauen darf. Und das behandle ich zum Beispiel alles in dieser Lerncoach-Ausbildung. Also wenn du Lust hast, können wir ja unten vielleicht mal so einen Link machen, damit wir uns mal für denjenigen, der das Interesse hat, dass wir uns da gemeinsam mal telefonieren und uns unterhalten. Da kann ich ja gerne euch kann ich dir was zukommen lassen. Wer da Interesse hat. Auf jeden Fall. Aber lass uns da gerne mal auch so noch ein bisschen tiefer reingehen. Das heißt also, wir haben jetzt so gesagt, okay, das sind die falschen, in Anführungsstrichen, Herangehensweisen an dieses Thema Lernen. Wir schmeißen unsere Erwartungen da drauf. Wir machen es mit Druck. Wir geben keinen Sinn und Verstand irgendwie mit. Das heißt, was ist denn jetzt so der gegenteilige Weg? Wie machen wir dieses Thema Lernen unseren Kindern schmackhaft? Genau, indem, dass ich, und das ist der wichtigste Punkt letztendlich, den ich auch in dieser ersten Woche dann immer wieder mit predige, das ist, ich führe das Kind in die Selbstwirksamkeit. Ja, super. Die Selbstwirksamkeit ist der größte Motivator, den du einem Menschen und nicht nur einem Kind schenken kannst. Wenn ein Kind weiß, ich kann's, dann läuft es von der selber. Dann läuft es von alleine. Also wenn ich ein Kind... Ja. Also wieder ein typisches Beispiel. Alexander wollte der sich beibringen. Ja, also weil für ein Kind ist es schon relativ schwierig, warum ein Mittwoch nach dem Dienstag und vor dem Donnerstag kommt. Weißt du? Und jetzt habe ich ihm in 10 Minuten, 15 Minuten habe ich ihm das gezeigt, habe ihm eine Technik an die Hand gegeben. Der konnte das so, so cool runterbeten. Ich meine, ich kann dir das mal ganz kurz zeigen, wie ich das gemacht bitte. Habe. Ja? Also ich habe, dann steigen wir jetzt gleich mal kurz in diese Lerntechniken ein. Also warum, dazu gehört noch eine Frage, warum findest du deine Post zu Hause? Banale Frage, banale Antwort, weil sie im Briefkasten landet. Genau, weil sie im Briefkasten liegt. Genau. Und jetzt angenommen, du hättest einen kreativen Postboten zu Hause, der eines Tages die Briefe in die Mikrowelle, dann ins Baumhaus, dann auf die Toilette legen würde, dann wäre das so wie Ostereier suchen, aber irgendwann sagst du zu dem Knaben, Junge, leg die Post bitte da ab, wo ich sie auch immer wieder finde. Und genauso verhält es sich mit Informationen, die du in deinem Kopf dir merken möchtest. Du brauchst diesen mentalen Briefkasten. Du brauchst einen Ort, wo du eine rationale Information ablegst, zum Beispiel einen Wochentag, Klammer auf, das kann jede andere Information genauso sein, damit du später, wenn du die suchst, genau auf diesen Briefkasten wieder zugreifen kannst, diesen aufmachst und die Information rausholst. Okay. Und das ist letztendlich so einfach, wenn du richtig lernst, dass das die Kinder schon mit 4, 5 Jahren super gut umsetzen können. Und ich verknüpfe letztendlich die Emotion mit der Ratio im Gehirn. Ich mache nichts anderes. Und einen mentalen Briefkasten, das kann jeder mal mitmachen, der zu Hause sich das anhört oder zuschaut, ist zum Beispiel mein Körper. Ich beginne unten bei den Zehen als ersten mentalen Briefkasten und gehe dann den Weg komplett den Körper bis zu den Haaren hoch. Ich sage, 1 sind die Zehen,
Zwei sind die Knie. Und am besten, wenn du jetzt zuhörst zu Hause, versuch mit deinen Fingern diese einzelnen Briefkästen zu berühren. Weil dann nimmst du, Klammer auf, ich mache das jetzt genauso mit dir zu Hause wie mit den Kindern auch. Weißt du? Weil ich nütze mehr Reize. Je mehr Reize du beim Lernen anwendest, umso merkwürdiger ist es fürs Gehirn. Umso würdiger ist es zu merken. Merkwürdig. Okay. Ja? Also eins sind die Zehen, versuch die mal zu berühren. Zwei sind die Knie. Drei sind die Oberschenkel. Vier ist das Gesäß. Ja? Fünf ist die Taille. Sechs ist die Brust. Sieben sind die Schulter. Acht ist der Hals. Neun ist das Gesicht. Und zehn sind die Haare. Wiederholen Okay. wir mal gemeinsam laut, Susanne, du und ich, von 10 auf die 1. Sprich laut mit, auch du zu Hause oder wenn du gerade unterwegs bist, von 10, damit die Akustik lernen, also diejenigen, die über das Gehör lernen, auch noch einen Vorteil haben. Je mehr Reize du beim Lernen anwendest, umso merkwürdiger, wie gesagt. Ja? Also 10, das sind die Haare, 9 das, Gesicht, 8 ist der Hals, 7 sind die Schultern, 6 ist die Brust, 5 ist die Taille, 4 ist das Gesäß. Po, Hintern, Arsch. Da kannst du nämlich sagen, was du willst. Nur du brauchst dir diesen Gefühl in den Händen. 3 ist? Was war das? Oberschenkel? 2 sind die? Knie. 1 sind die? 10. Perfekt. So, und jetzt hast du 10 mentale Briefkästen mit der Hilfe deines Körpers installiert. So, und jetzt kannst du hergehen und kannst diese Briefkästen mit Informationen, mit Schlüsselwörtern belegen. Also, in dem Fall mit dem Alexander, damals 4 Jahre alt, jetzt ist er schon 13, habe ich zu ihm gesagt, pass auf, der erste Tag der Woche, das ist der Mondtag. Dann schaut mich der Alexander an, so Montag, habe ich gehört, mal, aber ich kann mir Montag nichts darunter vorstellen. Dann habe ich gesagt, pass auf, stell dir mal vor, du nimmst jetzt die Körperliste, die kannte er schon, jetzt malst du mal auf deine Zehen einen riesengroßen Mond drauf. Er leuchtet dich an. Und dann, wenn du auf deine Zehen nachher wieder drauf guckst, weißt du, frage ich dich, was hast du da drauf gemalt? Dann sagt er, natürlich der Mond für den Mondtag. Ja? Montag. Okay. So, weil unter Mond kann er sich was vorstellen. Unter Mondtag an sich kann er sich nichts vorstellen. Aber den Mond, den hat er, Montag. Auf den Knien, da setzt du jetzt mal einen Diener drauf. Einen großen, einen Diener für den Dienstag. Deine Hosentasche, das ist der Briefkasten Nummer 3, die nimmst du in der Mitte raus, schneidest du in der Mitte durch. Das ist nämlich der Mittwoch. Ja? Wenn ich aufs Klo gehe, Briefkasten Nummer 4, der Popo, dann donnert's. Das ist nämlich der Donnerstag. Ja? Wenn ich eine Badehose anhabe, die mir bis zur Taille hochziehe, dann habe ich frei. Dann habe ich nämlich Freitag. Ja? Wenn ich da ein paar Samen auf die Brust draufstreue, dann beginnt es langsam zu wachsen. Ja? Bei den Kindern kann man das noch machen. Ja? Das ist nämlich der Samstag. Und hier oben auf den Schultern, da habe ich einen Sonnenbrand. Da scheint die Sonne drauf für den Sonntag. Der Alexander sofort, Knie Dienstag, Schulter Sonntag, die Taille Freitag, eins unten war der Montag, vier der Popo war der Donnerstag. Der konnte das sofort wiedergeben. Eine Woche später ruft mich die Kindergartentante an und sagt, fragt mich, Mensch, sind Sie der Papa vom Alexander? Dann sage ich, ja, warum, was hat er angestellt? Dann sagt sie, nee, der hat nichts angestellt. Der hat an einem Vormittag allen Kindern die ganzen Wochentage in der richtigen Reihenfolge beigebracht. Mega. Warum? Warum hat er das gemacht? Wegen der Selbstwirksamkeit. Ja, genau. Ja, und wegen Motivation, würde ich dann sagen. Der war so begeistert von sich selbst, dass er es kann, dass es den anderen auch erzählen wollte. Weißt du, wenn du Kinder hast, die wissen, dass sie was können, die melden sich die ganze Zeit in der Schule und sagen, die haben Schmerzen, wenn sie von der Lehrerin nicht aufgerufen werden. Oder wenn die Mama oder der Papa nicht zuhören, wenn die denen was sagen wollen. Die wollen was sagen. Die wollen dem Papa und der Mama zeigen, dass sie es können. Selbstwirksamkeit. Sondern jetzt ist der Alexander jedes Mal zu mir hergekommen und wollte noch mehr wissen. Selbstwirksam. Ich habe den nicht motivieren müssen, sondern er hat gesehen, er kann es und er kann es anderen Leuten erzählen. Weißt du? Ja, okay, verstehe ich. Jetzt ist es aber so, lass uns da mal ein bisschen drauf eingehen, so in so einem Schulalltag haben die ja jetzt nicht nur Wochentage, sondern ne, sie lernen Geschichte, sie lernen Physik, sie lernen chemische Formeln, mathematische Anweisungen, whatever, irgendwie so. Die haben ja jetzt nicht alle Platz auf meinem Knie und auf meinen Zehen, oder? Wie geht das? Genau, also ich habe hier, also wenn du... wenn ich dir das kurz erzählen darf. Also erstens, du brauchst mehr Briefkästen. Also das ist ja nur der Einstieg. Und deswegen habe ich diese Einfach-Unvergesslich-Box, ich kann dir kurz mal zeigen, das ist praktisch das Workbook dazu. Da habe ich alle Gedächtnistechniken mal zusammengefasst, die es weltweit gibt.
habe ich über 2 Jahre an dem Skript habe ich da geschrieben und habe einen, ja, so einen Online-Kurs habe ich dazu auf die Beine gestellt. 123 Videos sind es mit einem Einstiegstest, einem Ausstiegstest, alle Techniken zum Thema Fach- und Allgemeinwissen, wie ich das abspeichere, Zahlen, Daten, Fakten, Namen und Gesichter, Vokabeln. Da sind Übungen drin, wie du innerhalb von einer Woche 850 Vokabeln, also so ein Grundwörterschatz einer jeden Sprache, die in einer Woche abspeichern kannst. Und zwar als Spiel, weißt Okay. du? Ja. Und das ist, die habe ich schon seit über 10 Jahren, habe ich die. Und das ist mein Best- und Longseller, weil da habe ich über 15.000 Menschen damit schon in den Kontakt von diesen Gedächtnistechniken bringen können. Und da geht es einzig und allein darum, wie du wirklich viele Briefkästen dir annimmst, eine Fülle von Informationen abspeicherst. Mindmapping ist damit drin, Speedreading ist damit dabei, wie du dich ernähren musst und bewegen musst, damit die Birne da oben auch ganz gut brennt. Also wir haben da einen riesen Fundus an Wissen habe ich da zusammengestellt, damit du zu Hause mit mir gemeinsam Schritt für Schritt meinen Trainingszustand, ich sag mal, in 2, 3 Wochen erreichen kannst. Okay. Und zwar mit jedem Tag maximal 20 Minuten auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen, im Fitnessstudio, auf der Couch. Und das ist letztendlich, das ist die Basis von allem. Da habe ich alles reingetan, was es zum Thema Gedächtnistraining gibt. Also, du hast vollkommen recht. Um die Frage zu beantworten, du brauchst einfach mehr Briefkästen und die werden hier gezeigt, weil die Körperliste, weil irgendwann mal sagst du, ja, jetzt habe ich einen Spickzettel, den ich mir merken möchte für die morgige Prüfung, jetzt habe ich bloß 10 Körperteile, was mache ich jetzt? Ja. Also da gibt es noch die Lotzi-Technik, wie du Räume einteilst, eine Verkettungstechnik, wie du Geschichten miteinander bringst, wie du die Zahl-Symbol-Technik einwendest, dass du praktisch die Zahlen in Bilder verwandelst. Das ist im Prinzip die Basis, die du legst, damit du dir in Zukunft einfach alles merken kannst und dabei noch Spaß hast. Und das Tolle ist, dass es du nicht nur selber dann kannst, sondern vor allen Dingen, dass es deinen Kindern dann beibringen kannst. Hast du vielleicht noch so ein weiteres Beispiel jetzt, wenn man jetzt mal von Kindern, sagen wir mal so 5., 6. Klasse, da sind meine Jungs jetzt gerade und die haben zum Glück jetzt irgendwie generell irgendwie ein ganz gutes Gedächtnis, aber wenn das jetzt so mit, sagen wir mal, Physik losgeht, wie würde man an das Thema rangehen, damit man sie erstmal in der Motivation tatsächlich auch behält, wenn die sagen, ja, eigentlich ist es ja ganz interessant. Also oft kommen ja die Kinder und sagen, also vor allen Dingen Mädchen, leider Gottes, ja, das ist, ich weiß nicht, warum das bei den Mädchen so, wobei die sind meistens intelligenter als die, also nee, das stimmt nicht. Nein, nein, sorry, das streiche ich. Die haben meistens ein besseres Gedächtnis, so muss ich das sagen, als die Ja, Jungs. spannend, okay. Ja, weil die linke und rechte Gehirnhälfte besser miteinander verknüpfen können. Da ist praktisch das Corpus callosum, das ist die Verbindung zwischen der linken und rechten Gehirnhälfte, das ist der Balken im Kopf, der ist bei denen, bei den Frauen, um 50% besser ausgebaut als bei uns Jungs. Ach, krass, Ja, okay. deswegen haben Frauen in der Regel ein besseres Gedächtnis als wir Männer. Zumindest. Okay, das wusste ich auch noch Also das nicht. können wir Männer immer daran erkennen, dass Frauen ein besseres Gedächtnis haben. Also wenn wir in unseren Beziehungen einen Fehler machen, wir Männer, das haben wir Männer relativ schnell vergessen, weißt du? Die Frau, die kann uns das noch 25 Jahre später vorhalten. Damals auf Mallorca, auf dem Fischersteg, wie du der Blondine hinterher geguckt hast. Ja? Um 15 Uhr. Also die haben da Bereiche, das geht bei denen einfach leichter. Wir haben dafür andere Fähigkeiten. Wir können uns mehr fokussieren. Wir können tatsächlich auch besser konzentrieren. Also deswegen aus dem ganzen evolutionären Bereich her. Also wir können besser jagen. Ja, tatsächlich, das ist tatsächlich evolutionär besser angelegt. Also da hat jedes seine Vor- und seine Nachteile. Okay, cool. Und jetzt nochmal zurück. Also 5., 6. Klasse, es geht mit neuen Fächern Ja, los. genau, das wollte ich ja Die erzählen. ganz, ganz neu anfangen. Wie führt man sie da rein und behält die Motivation hoch? Genau, also oft ist es ja so, dass die Kinder irgendwann mal in Mathematik, sage ich jetzt mal, oder in Physik, dass die einfach abgehängt werden. Genau. Weißt du, die werden abgehängt und wenn du abgehängt bist, dann kommst du nicht mehr rein und dann verschließt du dich. Also Kinder kommen zu mir her und sagen, Mensch Markus, Mensch Herr Hofmann, ich kann kein Mathe. Dann sage ich, wie viel ist 2 plus 2? Ja, Wie viel ist viel. 2 plus 2? Dann sagt das Kind, ja, das ist 4. Ja, wie viel ist 5 plus 5? Ja, das ist 10. Ja, das ist ja einfach. Dann sage ich, ja, siehst du, du kannst also doch Mathe. Also nicht dem lieben Onkel anlügen, sage ich dann immer, ja. Dann fangen sie immer zum Lachen an. Dann sage ich, okay, wie viel ist denn 10 minus 5? Okay, wie viel ist denn 3 mal 5?
Also ich fange ganz langsam an und die sagen, ja, das ist ja total easy, Mathe ist. Dann sage ich, weißt du, und selber sagen zu sich, das ist ja total einfach. Das ist ja letztendlich ein, das sind ja hypnotische Herangehensweisen, wo das Kind dann selber erkennt, Mathe ist ja einfach, wenn ich es mir einfach mache. Weißt du, jetzt muss ich den Schritt finden, ne, wo er abgehängt wird. Weil Mathe ist, wenn du es in kleinen Schritten denen beibrichst, ist Mathe total easy und total logisch. Ja, also ich muss diesen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wo ist sie abgehängt worden, das Kind? Wo ist das Kind abgehängt worden? Und wenn ich das erreiche, dass ich sage, okay, lass uns mal noch ein, wenn ich sage, okay, 5 plus 5 ist einfach immer noch nicht da, also für den Fall, dass es ist, weil in den meisten Fällen können diese Sachen ja, dann sage ich, okay, dann arbeite ich mit den Fingern, dann arbeite ich mit Äpfeln, dann versuche ich das mit Bildern aufzuweilen. Also ich versuche immer weiter zurückzugehen an den Schritt, wo es gerade hat. Und da muss ich anfassen. Dann hängt es mit der Didaktik tatsächlich zusammen. Weißt du, ich muss es schaffen, dass ich das Kind irgendwann mal selber dazu bringe, sich selbst zu hinterfragen, wie weit muss ich denn selber zurückgehen? Egal, ob es jetzt in Mathe, Physik, Chemie oder in sonst irgendetwas ist. Wenn es in Französisch ist und ich eine Grammatik nicht kann, dann muss ich halt noch einen Schritt zurückgehen, bevor ich diese Grammatik gemacht habe. Die Vergangenheitsstufe 2 oder das, was weiß ich, ja. Ich halt da zurückgehen und muss einfach sagen, ich muss eine Regel definieren, die das Kind dann versteht und kann und anwenden kann. Und dann fange ich ganz einfachen Übungen an erstmal. Ja, und das eine Kind kann es schneller als das andere Kind. Und das ist das Problem nämlich in der Schule. Weil wir machen in unserer Schulzeit, haben wir, oder in unserem Schulsystem, versuchen wir alles gleich zu machen. Das ist diese, sorry, wenn ich das sage, aber oft diese rot-grüne Denke, dass jeder muss gleich behandelt werden. Ja, eben nicht. Weil ich Kinder habe, die sind einfach langsamer im Denken und dem muss ich einfach einen Schritt zurückgehen. Da darf ich nicht 25, 30 Klassen machen, wo ich ein und dasselbe mache und versuche irgendwie auf ein Mittelniveau zu bringen, weil für die einen ist es zu schwer und für die anderen ist es zu leicht, weil die schon drüber sind. Also ich muss es schaffen, erstens mehr Lehrer, besser bezahlte Lehrer, besser ausgebildete Lehrer, bessere Lehrerfortbildungen, kleinere Klassen. Ich muss Sozialpädagogen mit da drin haben, dass wenn ich ein Kind auch sehe, das auffällig ist, muss ich die rausnehmen und so weiter. Weißt du? Deswegen die Kinder, die praktisch dann nicht mitkommen, dass ich die auffange und so weiter. Und ich muss gleichzeitig auch die Hochbegabten, muss ich auch fördern. Weißt du, das ist, also ich könnte da, ich sage, da geht mein auf bei diesem Ding. Also ich kann da immer eine Lanze dafür brechen, dass wir dieses Schulsystem eben nicht gleich machen, sondern talentbezogen gefördert wird. Weißt du? In diese Ja, Richtung. schöner Ansatz. Ja, Ja. sind wir leider noch sehr weit von entfernt, ne? Und wenn du da schon so lange dran arbeitest und Ja, aber weißt du, deswegen habe ich gesagt, ich habe das aufgegeben, gegen diese Windmühlen zu kämpfen. Deswegen kümmere ich mich tatsächlich um die Eltern an sich, dass ich die befähige, mit ihren Kindern so zu arbeiten und dass Ja, ich ihnen mega. zeige, du lernen macht Spaß. Das ist ja auch genau der Punkt, warum du da bist, weil das ist ja auch mein Anliegen, ne? Überhaupt die Eltern wieder in die Selbstermächtigung für sich selber auch zu bringen, gerade die Genau. Mutter. Und dann, wenn sie das selber vorleben, das dann auch ihren Kindern mitgeben. Und das Thema Lernen ist halt in so vielen Familien so ein krasses Problemthema. Genau. Was würdest du denn sagen, ist so die allerwichtigste, ich sag mal jetzt so, der allerwichtigste Mindshift bei den Eltern zum Thema Lernen, damit sie irgendwie, ne? Entspannt bleiben. Ja, danke. Entspannt bleiben. Weil ganz ehrlich, ganz ehrlich, Ja, wenn bitte. du selber an deine Schulzeit zurückgehst, was hast du tatsächlich danach noch wirklich auch anwenden können oder gebraucht? Mathematik, Deutsch, Englisch und in dem Fach, wo du vielleicht dann letztendlich dann tätig geworden bist. So, und jetzt muss ich herausfinden, was motiviert mein Kind? Wo kann ich es begeistern? Wo lernt es leicht? Und wenn ich es schaffe, entspannt mit einer 4 oder einer 5 mal umzugehen, weißt du, oder auch mal mit einer 6, dann ich sage, okay, ich kann dich verstehen, ja, dass du hier keinen Bock hast. Bloß letztendlich darf das Kind dann verstehen, ja, vielleicht, dass ich nicht durchfallen muss, muss ich halt einen Fünfer schreiben oder muss ich zumindest auf eine 4 kommen. Aber dass ich ein bisschen entspannter mit der Schulzeit bin, dass ich das Kind
in seiner Autonomie und in seinen Bedürfnissen annehme, auch wenn es schwierig ist, wenn es dann in der Pubertät ist oder sowas, weißt du? Da habe ich natürlich eine große Herausforderung. Aber deswegen sage ich ja mal, ich muss mich selber als Lerncoach sehen, als Sparringspartner für mein Kind. Aber das Wichtigste ist Entspannung. Gusfrabar. Ich weiß nicht, kennst du die Wutprobe mit Jack Nicholson, den Film? Nee, kann ich jedem Elternteil mal empfehlen. Es ist eines der großartigsten Filme mit Jack Nicholson und Adam Sandler. Okay. Wahnsinn, wie witzig das ist. Und das müsst ihr am besten mit euren Kindern müsst ihr das anschauen. So, okay. so witzig. Und der hat also Jack Nicholson spielt da einen Stresstherapeuten. Der hat ein Zauberwort, hat er. Wenn einer total in die Aggressivität, in den Stress kommt, dann sagt er zu dem immer, John McEnroe spielt da übrigens auch mit. Ja, den kennst du noch, ja, und ich. Ja, klar. Ich kenne ihn nicht mehr, ja, aber weißt du, der ist ja immer total ausgeflippt auf dem Tennisplatz. Ja, Tennisplatz, ja. Der seinen Schläger zertrümmert und so. Und der spielt da auch mit und der ist bei Jack Nicholson in dieser Stresspräventionseinheit ist drin. Und dann sagt Jack Nicholson, hey John, relax, relax. Goose Frabar. Und er, bla bla bla, nee, nicht bla bla, Gus Fraba. Und auf einmal mit diesem Gus Fraba holt er die Leute, und das ist so witzig und das ist für mich mein Anker immer, dass ja, wenn du mal in den Stress verfällst und das Kind dich total nervt, dass du einfach mal durchatmest, 5 Grad sein lässt und überlegst, was ist denn, also die Kindesbeziehung geht immer vor der Lernbeziehung. Ja. Die Kinder, also wenn da mal ein Bruch drin ist, dann ist es schwer, das zu kriegen. Und dann scheiß ich auf die Note, ganz ehrlich. Ja? Die Note, die ist für mich sowas von zwei. Ich möchte, dass mein Kind einen persönlichen Fokus erlangt, wo es sagt, okay, dass es wirklich Spaß am Lernen hat, an dem, was es selber kann, dass es aus sich selber herauskommt. Weißt du? Dafür trete ich ein. Dass es, wie gesagt, nach den 13 Jahren Schule, in dem es da gefangen ist und leider Gottes da durch muss. Ich sage ja immer, so schnell wie möglich, unbeschadet aus der Schule raus. Ja. Weißt du? Ja, ich weiß. Also ach du, ich sagte, das ist, genau, und da müssen wir bei unseren Kindern müssen wir anfangen. Ja, genau. Das heißt, es geht viel mehr, wenn wir die Kinder oder beim bei sich Lernen selbst anfangen, begleiten. sorry. Ja, ne, also wenn wir, so verstehe ich dich und so würde ich es auch mal sagen, wenn wir die Kinder beim Lernen begleiten, geht es wirklich viel mehr um dieses, den Kindern wieder dieses Selbstermächtigungsthema mitzugeben, eine Motivation mitzugeben, warum mitzugeben und ne, einfach zu begleiten und die innere Haltung der Entspannung irgendwie beizubehalten und dann mit deinen Gedächtnisthemen und Techniken wieder ein bisschen Spaß und Freude ins Lernen So reinzubringen. ist Und es. dann läuft es doch hoffentlich wieder. Genau, so ist es. Ja, Genau so super. ist es. Cool. Wer sich da jetzt mehr für interessiert, du hast ja schon deine Box jetzt da uns vorgestellt. Wie kann man denn sonst noch so mit dir ins Also Gespräch das ist oder mit dir tatsächlich arbeiten? der Hauptpunkt, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Also auf der einen Seite, dass du sagst, ich möchte diese Lerntechniken, ich möchte diesen Spaß des Lernens wieder mir aneignen, dann ist die Box hervorragend. Dann die Box mit all diesen Videos, mit dem Workbook, Mindmapping ist mit dabei und Speedreading, Ernährung und Bewegung. Die findest du normalerweise in meinem Job, in meinem Shop für 597 Euro. Das ist praktisch schon über die nächsten Wochen arbeite ich da mit dir zusammen. Deine Mamas, und ich möchte, dass die Mamas ja wirklich weitermachen. Ich möchte, denen können wir so einen Susanne drüber Specialpreis geben. Wenn du draufklickst, wirst du das sehen, dann können wir da einen Special-Rabatt können wir da einführen. Ja? Nur für deine Leute, okay? Wenn du das möchtest. Einfach draufklicken, dann kannst du das mal anschauen. Da ist ein Video, da kann ich dir das auch nochmal en Detail erklären, wie das auch funktioniert, wie du damit arbeitest und welche Vorteile du damit hast. Ja? Oder wenn du noch einen Step drüber geben möchtest, ist, dass du die Lerncoach-Ausbildung also mit mir machst. Da hast du praktisch über ein ganzes Jahr bist du dann mit mir zusammen. Also da gibt es Q&As, Live-Fragestunden, da treffen wir uns dann auch mal. Und da geht es also nicht nur um die Lerntechniken, weil das ist die eine Säule, sondern gibt es halt noch verschiedene andere Säulen. Also gibt es das Thema Lernmotivation, Lernkonzentration, Lernfokus. Dann gibt es das ganze Thema Arbeitsorganisation auch noch. Also wie lerne ich, wann lerne ich, wo lerne ich. Und das ganze Thema Lernbesonderheiten. Also ADS, ADHS, Dyskalkulie, Legasthenie, Hochbegabung. Wie gehe ich damit um?
Und wenn du wirklich das professionell machen möchtest oder zum Beispiel als Nebenverdienst, also genau das, was ich mache, dass ich das den anderen Kindern zeige, zum Beispiel in der Schule oder in der VHS oder in Lerngruppen oder mit deinem Kind, dann, dass du dich auf eigene Beine stellen möchtest mit meinem Marketing, dann gibt es noch den großen Teil Marketing dazu. Ja, Ja, das ist aber mega. optional. Das heißt also, du hast aber auch schon ganz viele Menschen so ausgebildet in diesem Themenbereich, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da die eine oder andere Mama sagt, so finde ich mega, ich finde den Ansatz toll, ich würde es gerne meinem Kind zugutekommen lassen, aber wann soll ich denn das noch alles machen? Ja? Das heißt, du hast wahrscheinlich ja auch Menschen, wo man sagen kann, okay, ne, ich lager das sozusagen aus, ich bleibe in der Bindung und lege das Thema anderen Menschen in die Hand und dann kann man bei dir irgendwie auch nach Lerncoaches suchen Genau, und also wenn du finden. da sagst, Bedarf hast, dass du jemanden anderen per Online oder live hast, dann sollen sie sich bei mir melden, welcome@unvergesslich.de und dann schicken wir denen ein paar Lerncoaches von mir als Ideen zu, dass sie mit denen zusammenarbeiten können. Wobei ich Sind die Idee richtig auch cool, die super sind. finde, ne? Das wirklich, weil das ist es das, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube auch, dieses ganze Thema können wir nur bottom-up. Also sprich, ne, wenn wir anfangen, da ein anderes Denken, eine andere Haltung dazu zu entwickeln und diese Lerntechniken zu verstehen und Genau. das in die Welt zu bringen, dann können wir das System von unten vielleicht irgendwie mal zu einer Bewegung Revolutionieren, bringen. genau. Also um das geht es, dass wir dieses Bildungssystem revolutionieren von unten herauf. Und dass ich selber als Mama oder Papa anfange, so zu lernen. Ja. Du darfst der Leuchtturm sein für deine Kinder. Die Kinder müssen sich an dir orientieren, an dich ausrichten. Und wenn du das automatisch so vorlernst Ja. und es vorlebst, dann, weißt du, unseren Kindern müssen wir letztendlich gar nichts beibringen und lernen, weil die machen sowieso alles das, was wir vorleben. Was wir machen, ja. Ja. Das finde ich super, dass du es nochmal sagst, weil ich hatte gerade noch so irgendwie im Kopf die Frage, so ja, wie bei meiner Tochter, der ich, ne, ich bin da auch mal über so Gedächtnistechniken gestoßen und dann hat sie jetzt Abiturprüfung und habe ich gesagt, willst du dich nicht mal damit befassen? Sie so, ah nee und so. Aber ne, das war auch so, ich bin da nicht mit irgendwie bewandert und aber es ist genau das, wenn wir es selber anfangen und dann irgendwie erzählen und damit arbeiten und die Erfolge sichtbar werden und so, dann glaube ich, werden die Kinder eben automatisch auch neugierig auf das, was macht Mama da So ist es. eigentlich oder Papa und so, ne? Oder man macht dann mal beim Abendessen oder bei einer Autofahrt irgendwie ein bisschen Spielchen damit. Genau. Und schon bringt man die Techniken da auch in die Familie, in den Alltag irgendwie so mit ein, ohne dass es ein, das musst du jetzt machen, damit du am Ende irgendwie eine Leistung rausbringst irgendwie. So kann man das, glaube ich, ganz gut Du angehen, sprichst große Worte gelassen ne? aus, Susanne. Danke, danke. Ja, es macht halt so viel Sinn. Vielen Dank. Ich Genau. habe am Schluss immer zwei Fragen, die ich dir auch gerne noch stellen würde. Und die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Das ist total witzig, dass du das fragst, weil das ist eine meiner Übungen bzw. meiner Abendrituale mit meinem Sohn. Ja. Jeden Abend frage ich ihn, Alexander, für was bist du dankbar? Weißt du, und wenn du das jeden Tag machst, und der macht das schon seitdem er 5 oder 6 Jahre alt ist, weil da habe ich angefangen mit ihm. Und wenn ich es nicht mache, sagt der Papa, wir haben noch die Dankbarkeitsübung noch nicht gemacht. Dann sage ich, stimmt, hast recht. Und dann, ich gehe nicht vorher raus, bevor wir das gemacht haben. Wir finden jeden Tag, also ich sage, er muss mindestens drei finden, drei Sachen. Und meistens findet er 5, 6, 10 Stück, die er dann sagt. Weißt du? Mega. Das Machst du letzte es war denn da. auch? Das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Lässt du nur in Anführungsstrichen ihn das sagen oder sagst du dann auch, wofür du Ich dankbar sag dann auch immer was, für was ich dankbar bin. Ja? Weil er fragt mich dann auch immer, Papa, für was bist du denn dankbar? Ja, Und weil das finde ich so weißt du, wichtig. wir können für alles dankbar sein. Und, also letztens war er unten, habe ich ihn ins Bett gebracht und habe gesagt, für was bist du dankbar? Dann hat er gesagt, dass wir beim ACDC-Konzert waren. Dafür kann Einzige man aber Art. auch mal Also, wirklich dankbar sein. Ich habe gehört, wie schwierig es war, die Tickets zu Ich sehe das bekommen. schon fast als Erziehung an, weißt du, dass man Kinder ACDC näher bringt, weißt Ja, mega. du? Und Ja, weißt du, cool. was hat er? Und er, also das ist eine Sache. Aber er sagt auch, ich bin dankbar für das gute Essen. Ich bin dankbar, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Ich bin dankbar, dass wir nicht in diesen schlimmen Regenschauer reingekommen sind. Ich bin dankbar, dass es uns so gut geht.
Weißt du? Und wir können für so viele Dinge dankbar sein. Also das ist, wir können dankbar sein, dass wir hier in Deutschland leben. Wir können dankbar sein, dass wir in keinem Krieg leben, dass wir uns Essen kaufen können. Wir können dankbar sein, dass wir gute Eltern haben, dass wir tolle Freunde haben, schöne und entspannte Nachbarn. Du, es gibt so viele Sachen. Ich bin, und ich mache das jeden Tag. Ich denke mir, letztes Mal war ich im Auto. Meine Freundin sieht gerade zu und würde wahrscheinlich am liebsten hören, ich bin dankbar, dass wir jetzt hier umgezogen sind. Und es ist tatsächlich so. Es gibt wirklich so viele positive Sachen durch den Umzug, der bei mir nicht freiwillig war, die hier in Inning, ich wohne jetzt in Inning am Ammersee, die einfach hier sehr, 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 sehr schön sind. Und wenn man sich das überlegt, also wir waren bei dem Umzug, das ist jetzt 3 Wochen her. Hatten wir so ein Umzugsunternehmen, wir hatten die Kisten gepackt und haben die in diesen Umzugswagen reingestellt. Und wir sind dann in diesem Umzugswagen, also wir haben die Tür hinter der alten Wohnung zugemacht, haben uns in den Wagen reingesetzt und dann habe ich die Bella gefragt, angenommen, dieser Wagen würde jetzt verunglücken und in Flammen aufgehen, was würden wir tatsächlich vermissen? Was würden wir tatsächlich vermissen? Und was war die Antwort? Quasi nichts, ne? Eigentlich fast nichts. Wir würden uns, die Kinder, wir würden, das ist das Einzige, aber das ist nichts Materielles. Und dann sage ich immer, collect moments, not things. Collect moments, not things. Ich Und weißt finde du, das ich eine bin. super, super wichtige Frage, wenn ich das kurz mal als eine meiner Anekdoten erzählen kann. Vor kurzem ist hier ein Haus abgebrannt, in dem, ich wohne hier so außerhalb Hamburgs am Deich und da sind so überall alte Reetdachhäuser. Und in einem dieser Häuser haben wir tatsächlich gewohnt, mein Mann und ich. Da ist unser erstes Kind auf die Welt gekommen. Wir haben da geheiratet in diesem Ambiente und dieses Haus ist abgebrannt. Und das ist so ein Moment, ne? Also wir wohnen da jetzt schon länger nicht mehr, aber es ist halt direkt irgendwie noch in der Nähe. Und das ist dann auch so ein Moment, wo du dir genau diese Frage stellst, weil da ist nichts mehr übrig geblieben. Es ist bis auf die Grundmauern wirklich runtergebrannt. Und das ist so dieser Moment, wo du dir auch überlegst, was ist eigentlich wirklich wichtig? Und du schaust dieses neue Haus an, das wir uns gebaut haben und mit all diesen vielen, vielen Zeugs, was da drin ist und denkst so, ja, Hauptsache, wir sind alle lebend rausgekommen. Und dafür kann man dann auch mal Ja, dankbar weißt du, sein. ich bin ja leidenschaftlicher Segler. Und ich fahre jedes Jahr ein, zwei, drei Mal auf Tern, also wunderschöne Gegenden. Und ich bin dann immer auf dem Boot und ich habe nichts dabei mit. Also ich hab 2 T-Shirts dabei, 2 Unterhosen, eine Badehose. Und dann sitze ich da oben auf dem Boot und denke mir, Mensch, wie geil ist das denn? Ja, Und ich denke da exakt. nicht drüber nach, ob ich jetzt. Weißt du, und dann ist man in diesem achtsamen Moment und denkt man, und man ist dankbar und ich muss da dankbar sein, dass ich mir sowas auch leisten kann. Ja klar, logisch, aber dafür habe ich auch viel vorher gearbeitet. Ja? Also ich kann dir nicht die 3 Sachen sagen, weil ich für so viele Sachen gleichwertig dankbar bin. Und es ist tatsächlich das Dach über dem Kopf, das gute Essen, was wir haben, die liebevolle Beziehung, die ich habe, den Job, den ich machen darf, dass ich mit Kindern arbeiten darf. Ich könnte tausende Sachen erzählen. Ich hatte in einer meiner NLP-Ausbildungen war es eine Übung, dass ich aufschreiben soll, für was ich dankbar bin. Ich habe, glaube ich, 15 Seiten habe ich vollgeschrieben und zwar nur Stichwörter. Und wenn du das jeden Tag machst, das ist auch so eine schöne Übung, einfach Das jeden Gespräch. Tag seitenweise aufschreiben, wofür bin ich dankbar, wofür bin ich dankbar. Das ändert so vieles in deinem Leben. Also mega. Ich bin dankbar für Markus. das Gespräch, was wir heute haben, Susanne. Ja, ich auch. Gerade erst nochmal umso mehr, weil ganz ehrlich, ich stelle immer diese Frage und es kommen meistens irgendwie, ne, 3 Dinge. Und du hast jetzt gerade, ne, wir haben jetzt, glaube ich, 5 Minuten darüber gesprochen, wie großartig Dankbarkeit ist und wofür wir alles dankbar sein können. Das ist wahrscheinlich das Beste, was jemals als Antwort zu dieser Frage gekommen ist. Also vielen Dank dafür. Auf jeden Fall, dafür bin ich gerade sehr dankbar. Gut, aber nichtsdestotrotz gibt es noch eine letzte Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Und die lautet: Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas Ihr seid großartig. Also wenn du das wirklich lebst, Mama zu sein, dann seid ihr einfach nur großartig. Und ich denke an meine Mama zurück. Da kommen mir fast die Tränen, muss ich sagen, weil ich weiß, wie einzigartig und großartig meine Mama war, wie aufopferungsvoll wir für unsere Kinder letztendlich da sind. Und da wollte ich mich einfach nur bedanken. Wieder was für Dankbarkeit, ne? Ja, super schön. Vielen Dank. Markus, mit diesen schönen Worten möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken.
Bin wirklich dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß das sehr zu schätzen und weiß, dass wir da einige Mamas da draußen erreichen und hoffe, dass wir damit diese ganze Revolution von unten ein bisschen, dass ich da ein bisschen Beitrag dazu leisten kann, die mit anzuschieben. Vielen Super. Dank für Danke auch alles, für was du deine da. Arbeit. Richtig großartig. Und danke für die Einladung. Und bleibt unvergesslich. Alles Gute für dich. Bis dann. Tschüss. Ciao.